Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Style Coach Plus. Thema Haare heute. Feines Haar ist echt ein spannendes Ding. Wird von euch oft in den Kommentaren angefragt, was kann man denn machen bei feinem Haar? Was sind die richtigen Haarschnitte? Farbe, ja oder nein? Weil das Haar ja doch ganz oft auch strapaziert ist. Und habe ich gedacht, ich mache einfach mal zwei Modelle. Und das ist die Marion und die Anja. Und ihr dürft gespannt sein, was da draus wird. Und ich denke, es wird ein cooles Video, weil doch der ein oder andere feine Haare ja hat. Und ich hoffe, ich kann euch helfen. Ja, das ist die Marion. Man sieht es hier, Marion hat einen halblangen Haarschnitt, aber hier sieht man es sehr schön. Also null Volumen, das Haar ist wirklich super glatt, liegt super nach unten. Wenn man sie jetzt so sieht, denkt man, ja, okay, So, und das ist die Anja. Anja hat ja fast schon eine Longbob-Länge, aber auch sie ist mit ihrem Feinhaar nicht so wirklich zufrieden, weil das Haar auch einfach nur gerade nach unten liegt oder hängt. Und ich habe ganz dünne Haare und habe schon immer mein Leben lang immer zu tun gehabt, und die richtige Frisur zu finden. Und ich habe es auch schon mit Locken und Verschiedenes probiert, aber die fallen nach zwei Tagen so auseinander. Ich komme überhaupt nicht mehr zurecht mit den dünnen Haaren. Und deshalb brauchte ich unbedingt mal eine Betreuung und mal einen richtigen Schnitt oder irgend sowas, dass die Haare wieder in Ordnung kommen. Na klar, machen wir das. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Man merkt es, die Marion kommt aus unserer Ecke, also das heißt ein wunderschöner Dialekt. Nichtsdestotrotz haben wir uns hier die Haare einfach mal in der Beratung angeschaut. Und ihr wisst ja, Hauptthema bei mir echt Beratung, man muss erstmal sprechen, was wünscht sich denn jeder, was soll erreicht werden mit einer neuen Frisur, wie kann man dann am Ende mit den Haaren umgehen, wie viel Stylingaufwand wird betrieben, welche Haarfarbe ist die ideale. Also ihr seht, das Spektrum ist wie immer riesig, und ja, man denkt, ich gehe oft zum Friseur, aber trotzdem lohnt sich wirklich immer auch das Ganze nochmal zu analysieren, und gerade bei Leuten, die ja trotzdem ihren festen Friseur haben und doch auch sagen, Mensch, ich würde gerne mal was anderes ausprobieren oder mich noch mal beraten lassen, ob denn das alles noch okay ist, weil jeder Friseur sieht es ein bisschen anders. Und bei der Marion war es halt so, dass mir wirklich das Haar insgesamt zu lang war und die Farbe einfach zu homogen hell. Also wenn ihr ein feines Haar habt und ihr macht die Haare insgesamt zu blond, dann kann natürlich das Licht halt super durch die Haare hindurch scheinen. Wenn dann die Kopfhaut noch ein bisschen weißer ist, dann wirkt das Haar am Ende wirklich deutlich dünner, ja, als mit einer dunkleren Farbe. Man sieht es hier schon, hier ist die Farbe jetzt schon abgewaschen. Wir haben jetzt die hellen Spitzen einfach ausgenutzt, um das Haar nicht noch mehr zu strapazieren, und haben den Ansatz aber ein ganz kleines bisschen dunkler beziehungsweise grauer blond gemacht, also ein bisschen matter gemacht, weil das Ganze uns auch ein Stück weit zu gelb war. Und hier seht ihr das Ergebnis. Es ist jetzt wirklich einfach so ein bisschen klassischer gestylt. Marion hat sich das so auch gewünscht ein Stück weit. Hier sieht man, es ist komplett eine andere Form, auch mit dem dunkleren drin. Der violett-graue Ton wäscht sich noch ein bisschen zurück. Also das wird noch ein bisschen weniger, aber hier sieht man es schön im Vorher-Nachher-Vergleich. Also das Volumen sitzt jetzt am Oberkopf. Das runde Gesicht hat sich ein bisschen mehr ins Oval geschoben, was auch eine Grundforderung von der Marion war. Und sie hat einen ganz, ganz tollen Hinterkopf bekommen. Also ist echt schon nochmal ein ganz schönes Ergebnis. Muss ein bisschen ungewöhnlich. Es ist eine sehr große Veränderung. Aber ich wollte eine Veränderung und jetzt habe ich sie gekriegt und Also ihr merkt, Marion ist ein bisschen skeptisch noch. Wir haben uns aber schon wieder gehört, und sie ist jetzt echt happy. Ist immer so, auch das müsst ihr auf dem Schirm haben. Das kennt ihr auch, habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Es ist wirklich so, man muss sich immer auch an einen neuen Style gewöhnen. Und man muss sich ein bisschen Angewöhnungszeit geben. Und das ist die Anja, und auch sie hat so die ein oder andere Herausforderung. Wir wünschen uns, dass die Haare nicht so kurz werden, aber auch noch blond bleiben, stimmt's? Also kurze Haare wollen wir alle nicht. Und ich wünsche mir vor allem ein pflegeleichtes Styling. Also einen coolen Haarschnitt, ja. Also ihr seht, mir ist es ja immer wichtig, dass ich Frisurenvorschläge auch mache für den ganz normalen Kunden, so wie es im Salon ist, in unserer Best-of-Salon-Reihe. Und die Anja
sah für mich schon recht okay aus, aber recht okay ist eben nicht richtig ganz zufrieden. Und Anja war lange nicht beim Friseur und hier seht ihr wirklich, ja, das ist gerade bei feinem Haar extrem essentiell. Wenn die Spitzen so ausgedünnt sind, also einmal vom Wachsen, aber auch vom vorhergehenden Haarschnitt, dann bekommt man kein Volumen. Und dann ist es wirklich so, mit dieser offenen Struktur habt ihr ganz schnell die Herausforderung. Wenn ihr rausgeht, ist das Haar sofort frizzy, die Schuppenschicht ist offen, das wird feuchter. Hier braucht ihr ein Produkt, was insgesamt die Struktur schließt und das Haar gesund aussehen lässt. Anjas Farbe war für mich super. Hier habe ich mich dafür entschieden, einfach nur ein Stück weit die Farbe aufzuarbeiten. Ansatz musste ein bisschen neuer gemacht werden. Aber ja, ein pflegeleichtes Styling, das war hier angesagt. Und zu einem pflegeleichten Styling gehört für mich im längeren Bereich fast immer ein Haarschnitt, der eher kompakt gestuft ist. Ihr seht, hier wird nichts ausgedünnt. Der Hinterkopfbereich wird nach oben hochgenommen, damit ein schöner Hinterkopf entsteht. Die vorderen Partien werden länger gelassen. Das Ganze grafisch in einer Linie geschnitten. Warum? Weil, wenn ihr stuft, ist es natürlich so, dann nehmt ihr das Haar quasi unten aus der Konturlinie raus. Dann wird es wieder dünner und das Ganze kann dann wieder transparenter sein und vermittelt den Eindruck eines noch dünneren Haars. Habt ihr eine schöne grafisch kompakte Linie geschnitten, dann wirkt das Ganze auch am Ende voll und es hat den riesen Vorteil, es liegt dann fast von alleine. Also sprich, man föhnt es ein Stück weit ein bisschen an, ja, und hat trotzdem schon eine schöne Form. Und ja, jetzt haben wir wieder das Thema, naja, warum lässt das denn nicht einfach mal glatt? Weil die Anja sich auch mal ein besonderes Styling gewünscht hat und ich fand es auch cool. Und im Salon wollen auch nicht immer alle die gleiche Frisur haben. Und deswegen haben wir jetzt hier gesagt, okay, wir machen das Ganze bewegt, aber wir machen das nicht bewegt, indem es so aussieht, als wenn das Lockeneisen einfach nur rausgezogen wurde, sondern wir machen eine Bewegung, die einfach modern ist, die schön ist. Und hier seht ihr es wieder im Vorher-Nachher-Effekt. Also hier ist echt viel passiert und hier sieht man auch wirklich, was macht die Haarfarbe, was macht die Länge. Und es ist trotzdem modern, es sieht nach einer Frisur aus. Und ich habe mich auch mit der Anja nochmal ausgetauscht. Also auch sie findet es schlussendlich. Ja, es ist einfach ganz cool und ja, ich glaube, sie mag es ganz gerne. Mir gefällt es richtig toll. Mir gefällt es auch richtig toll. Also ich habe es so nicht erwartet. Oh, ich finde es wirklich richtig super. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Ich bin sehr glücklich. Schön. Ich glaube, da sieht man ein schönes Lachen von der Anja. Und ich finde es irgendwie witzig, wenn so eine Familie mit zum Friseur kommt. Auch das ist irgendwie total schön, wenn da so alle mitfiebern. Bei so einem Umstyling finde ich irgendwie cool. Ja. Das macht es einfach ein bisschen wärmer und schön. Und so ist es ja auch im wahren Leben. Ja, also das Thema feine Haare, ihr merkt, ja, ist ein breites Spektrum. Ich habe mir bewusst hier wirklich zwei Best-of-Salon-Modelle rausgesucht, um wirklich euch zu zeigen, hey, egal was ihr für eine Haarstruktur habt, egal welches Alter, es geht immer noch ein Stück was. Was haben wir nochmal an Facts? Also, sprich, beim Haarschnitt ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass der eher kompakt ist, dass nicht noch zusätzlich ausgedünnt wird, dass vielleicht keine Modellierschere oder kein Messer benutzt wird, ist jetzt mein Ding, also so sehe ich das. Von den Haarfarben her, dass auf jeden Fall nicht zu große Kontraste gemacht werden, also sprich, wenn ihr einen Zebra-Effekt habt, also dunkles Haar mit weißen Strähnen, funktioniert natürlich nicht. Warum? Ihr unterbrecht die Fläche, das Licht kann durchscheinen und damit sieht es halt wieder dünner aus. Eher homogenere Haarfarben, eher nicht zu hell. Auch da ist wieder der Lichtdurchscheineffekt deutlich mehr. Also sprich, wenn ihr ein Haar habt, was einfach ein bisschen dunkler ist, so im Bereich von hellblond, mittelblond, ja, und das Ganze vielleicht auch braun ist schön. Das kann dann nochmal so ein bisschen mit einer leichten Goldschattierung durchzogen sein bei einem wärmeren Typen. Also das sind alles so die Sachen, die es bei der Haarfarbe zu beachten gibt. Insgesamt sollte die Haarfarbe auf gar keinen Fall zu angriffslustig sein. Ihr versteht mich. Also so ein durchblondiertes Haar geht eigentlich gar nicht, weil das löst natürlich auch die Haarstruktur insgesamt auf. Das Haar wird brüschig. Also auch da müsst ihr aufpassen oder sollt ihr aufpassen müssen, tut ja gar nichts. Und bei den Produkten
wichtig, ein gutes Shampoo zu benutzen. Das müsst ihr dann mit eurem Friseur natürlich abklären, was da für euren Haartyp wirklich gut ist. Pflege benutzen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, weil da kann ich euch bald was anbieten, weil unser erstes Kaimana-Produkt ist fast fertig. Ich freue mich total. Unser Leave-In, das ist eine Pflege, die haben wir wirklich in anderthalb Jahren jetzt im Salon entwickelt mit Jasmin und haben da wirklich mit unserem Team getestet und getestet und getestet. Mal gucken, was es, also wie sich es im Prinzip halt auch weiterentwickelt hat. Ich bin total gespannt. Da denke ich, da gehen wir mit unserem Kaimana-Shop im Januar online. Also freue ich mich total. Wie gesagt, da eher eine leichte Pflege. Bei Conditionern und Kuren, okay, dann muss man wirklich genau drauf achten, was habe ich für ein Haar. Bin ich eher im dunkleren Bereich? Muss das Haar nicht so extrem gepflegt sein? Also es soll schon gepflegt sein, aber nicht mit so einem extrem reichhaltigen Produkt. Silikone immer ein Problem, Parabene immer ein Problem. Ja, also solche Sachen müssen raus. Hitzeschutz sollte drin sein. Ganz wichtig, auch das haben wir zum Beispiel in unserem Leave-In. Also gibt es einen Hitzeschutz bis 220 Grad. Auch da wollen wir sehr, sehr nachhaltig für die Zukunft auch arbeiten. Also sprich, ich persönlich sage immer maximal 5 Produkte. Mehr sollte man nicht für seine Haarpflege zu Hause haben. Wir hatten Shampoo, wir hatten Conditioner oder Leave-In. Festiger, bei feinem Haar bitte keinen Schaum. Warum? Schaum macht das Haar im Prinzip, der legt sich ums Haar, macht das Haar schwer, lässt es umfallen. Ja, also da, und er lässt sich auch noch schlecht verteilen, meistens ist er dann an einer Stelle. Hier mag ich eher flüssige Volumenfestiger, die verteilen sich sehr schön. Da könnt ihr mal gucken, was es da so gibt. Auch da haben wir bei Kaimana bald was im Portfolio. Auch da freue ich mich schon, sind wir schon sehr weit in unserer Entwicklung. Ja, und dann für mich Trockenshampoo, wie immer, das ultimative Produkt, um die Haare so ein Stück weit aufzupeppen, aber auch bei feinem Haar nicht zu schwer zu machen. Und einen Hauch Haarspray, bitte kein Haarlack, Haarspray, normaler Halt, leichter Halt, ist perfekt, drüber ziehen und dann sollte es auch funktionieren mit einem feinen Haar. Und wenn ihr Bock habt, vielleicht mal auf eine richtige Beratung, auch das ist jetzt online auf unserer stylecoachseite.de im Shop, habt ihr einen Button digitale Beratung, dort gibt es jetzt, wer von euch will, 2 Arten zu verschiedenen Themen, digitale Beratung, entweder 5 Leute in einer Gruppe mit mir zusammen über 90 Minuten oder ihr könnt mich auch exklusiv buchen für 60 Minuten online und dann gibt es halt eine 1:1 Beratung. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Guckt euch mal an. Schön wäre ein Feedback dazu. Und ja, vielen Dank fürs Schauen und ich freue mich aufs nächste Mal.